Preisgnädige, liebe Geschwister, wir danken den Herrn, dass wir wieder hier sind, in seiner Nähe. Ja, wie der Bruder auch gesagt hat, demütig zu sein. Demütig ist schwer, kann man sagen. Es ist schwer, demütig zu werden. Und es ist alles ein Lernprozess. Also man wird nicht sofort demütig, sondern man muss daran arbeiten, demütig zu werden. Und dafür gehört auch Kampf. Also man muss dafür kämpfen. Man muss, wie auch der Bruder auch gesagt hat vorhin, man muss viel beten, damit man demütig bleibt. Weil wenn ich keine Kraft habe, wenn ich nicht demütig bin, wenn ich nicht es aushalten kann, wie soll es dann meine Familie aushalten oder meine Geschwister? Weil wir wissen, dass jeder eigentlich auf Jesus schauen soll. Aber öfter ist es so, wir schauen halt auf Geschwister, wir vergleichen uns mit Geschwistern und das soll auch nicht so sein. Aber nichtsdestotrotz sollen wir alle Vorbilder für jeden sein, jeder für jeden, und deswegen sollte jeder auch demütig sein. Ich möchte lesen, ein paar Verse lese ich von Lukas Evangelium, Lukas 5. Ja, Lukas 5, ein paar Verse. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen dem Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Wir danken den Herrn, liebe Geschwister, für diese Worte. Hier steht, dass Jesus, hier steht, er begab sich, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, das er am See Genezareth stand. Wir wissen, liebe Geschwister, dass Jesus viele Wunder gemacht hat, dass Jesus eigentlich immer gepredigt hat, und man soll auch Jesus immer als Beispiel nehmen, Jesus immer als unseren Anführer annehmen, weil hier sehen wir, was er macht. Er tut Predigen. Und das hat er nicht einmal gemacht, sondern öfter. Und wo er noch konnte, hat er über Gott gesprochen. Und da hat er auch die Chance ergriffen und wollte zu der Menge sprechen, liebe Geschwister. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er
in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Es ist jetzt die Situation, es passieren viele Dinge, aber es sind nicht solche planlose Dinge, die einfach jetzt geschehen, weil es Glück war, weil es jetzt die Zeit, jetzt viel, man sagt halt öfter, ja, ich habe Glück gehabt oder Karma sagt man und viele andere Sachen, aber sowas gibt es nicht, liebe Geschwister, sondern es ist alles, was geschieht, geschieht durch Gottes Willen. Und die Zeit weiß er nur. Und wann es passiert und zum Beispiel, wann ich was bekomme und wann ich meinen Segen bekomme, wann ich errettet werde, das liegt nur an der Zeit und an der Hand Jesu und nicht an unserer Hand. Und hier sehen wir, es ist auch kein Zufall, dass er dorthin geht und den Simon betet, sagt, bitte dein Boot, ich brauche dein Schiff, dass ich da weiter weggehen kann, damit mich die Leute sehen, dass ich predigen kann. Aber dahinter steckt ja, wenn wir weitersehen, eigentlich ein Segen, liebe Geschwister. Dahinter ist ein Plan und Gott hat immer einen Plan mit mir und mit dir und mit jedem von uns. Er ist nicht planlos, Gott, und zufällig. Sowas gibt es nicht. Und hier sieht man, dass die Zeit von Simon kommt und er sagt zu ihm, bring mich weiter rein, hier im See Genezareth, damit ich reden kann, damit mich die Menge sehen kann, damit die mich besser sehen kann, weil es viele Leute sind und hier steht ja auch, dass die Mengen Jesus immer hinter Jesus waren. Also das heißt, er hat viel Publikum gehabt. Er hat viel Publikum gehabt, liebe Geschwister, weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er so gepredigt hat, dass er die Leute berührt hat, dass er das Herz der Leute berührt hat, liebe Geschwister. Deswegen waren so viele Anhänger und haben sich gefreut, dass Jesus da ist. Und manchmal ist es so, ich habe mal gehört, da kommt jetzt dieser Bruder und wir müssen jetzt dorthin gehen, weil dieser Bruder jetzt kommt und predigt und der ist sehr heilig. Man soll, liebe Geschwister, nicht auf Brüder schauen oder auf Prediger nur, weil ich jetzt im Internet, ich habe jetzt was Gutes über ihn gehört. Das kann man nicht mit Jesus vergleichen. Jesus ist A und O. Jesus ist Alpha und Omega, liebe Geschwister. Und man kann Jesus mit keinem vergleichen. Niemals. Und öfter passiert es ja so, dass dieser Prediger, dann gehe ich mal zu dieser Gemeinde, weil ich da, und ich kann mich erinnern, ein Bruder hat mal gesagt, alle haben ihn erwartet, und alle haben gedacht, wir wollen den Bruder jetzt hören, weil er so predigt und so stark ist und er predigt und so. Und dann ist er hochgegangen und hat gesagt, weil ihr auf mich gewartet habt, habe ich euch nichts zu sagen. Und dann ist er wieder runtergegangen, liebe Geschwister. Also man soll die Antwort von Gott erwarten und nicht von den Menschen. Und hier sieht man, dass er gepredigt hat und die Mengen immer hinter ihm waren. Und er hat immer gesegnet, liebe Geschwister. Und damals, wo die Menge, viele Leute, da standen 5000 Männer und 3.000 oder 4.000 Frauen und Kinder, da passieren immer Wunder, liebe Geschwister. Da hat er auch gepredigt. Und was ist danach passiert? Wir sehen es, dahinter war wieder Segen. Was sollen wir essen? Wir haben nichts zum Essen, sagen die. Was sollen wir jetzt machen? Und durch ein Gebet? Er macht ein Gebet und auf einmal von 5 Brot und 2 Fische sind die Körbe voll geworden. Und es waren vielleicht auch 10.000 Leute, man weiß es ja nicht in Summe, ungefähr. Und alle haben Segen bekommen und alle haben gegessen, liebe Geschwister. Und deswegen sind die Leute hinter Jesus gegangen. Er hat Wunder gemacht und er hat über die Wahrheit gepredigt. Er hat mich berührt, er hat dich berührt. Und wenn Jesus spricht, dann berührt er mich. Wenn der Mensch spricht, dann passiert nichts, liebe Geschwister. Wenn ich heute in der Gemeinde komme und ich will was mitbekommen, dann muss ich mein Herz erst öffnen. Wenn ich mein Herz nicht öffne, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich irgendwas bekomme. Aber wie passiert es, dass ich mein Herz öffne? Wie passiert es? Es ist ganz einfach, der Bruder hat es immer betont und sagt es auch immer. Und es ist auch die Wahrheit, liebe Geschwister, durch den Gebet öffne ich mein Herz. Wenn ich nicht bete, dann ist mein Herz zu.
Ich muss beten, damit mein Herz sich öffnet, damit ich demütig bin, weil es ist ja das Thema auch, was heute besprochen werden wird. Und demütig zu sein, liebe Geschwister, das fängt alles mit dem Gebet an. Ich muss beten, damit ich demütig bin. Und ich muss meinen Stolz zurückschrauben. Und hier sehen wir, da stieg er in einer der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinunter. Und da beginnt jetzt die Prüfung, liebe Geschwister, für Simon. Da beginnt die Prüfung, weil da kann sich ja denken und sagen, okay, Jesus, okay, du bist Gott, du kannst predigen, ja, du bist ein guter Mensch, du wandelst auch richtig, aber vom Fischen hast du keine Ahnung. Das kann er sich überlegen. Das kann er sagen innerlich so, ja, was will er mir sagen übers Fischen? Ich fische, seit ich ein kleines Kind bin. Er ist ein Schreiner, wenn wir es so sehen. Er ist ein Schiff und er soll mir erzählen, wie ich fischen soll. Und da beginnt die Prüfung, liebe Geschwister. Hier steht ja nicht, dass er geschrien hat und gesagt hat, nein, ich mache es nicht oder so, sondern der Kampf ist innerlich, liebe Geschwister. Der Kampf ist im Herzen und in der Seele. Und hier steht, und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und da kommt es. Das ist so, wenn ich jetzt reagiere und wie ich reagiere. Und wenn jetzt ein Bruder zu mir kommt und mir irgendwas sagt, was mir vielleicht jetzt nicht passt, dann muss ich demütig bleiben. Ja, aber ich bin ja hier 50 Jahre in der Gemeinde, ich bin 50 Jahre im Herrn, es ist nur ein Beispiel. Und jetzt kommt hier der Kleine und will mir was erzählen. Und jetzt kommt mir hier einer, der 2 Jahre in der Gemeinde vielleicht ist, und er setzt mir eine Brille auf, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Ach, das kann ja nicht sein. Aber liebe Geschwister, wir müssen demütig sein. Wir müssen demütig sein. Und das gilt auch für die Eltern und die Kinder. Es gibt auch viele Beispiele. Und ich denke, ja, ich bin der Vater, die Mutter zum Beispiel, aber mein Sohn oder meine Tochter, kann sein, dass sie mich mal zurecht belehren, weil ich eine falsche Ansicht habe oder so. Und dann muss ich auch manchmal sagen, es ist schwer, mich zu demütigen und zu sagen, nee, es ist so. Die Demut ist wirklich, wirklich ein schwieriges Kapitel, sage ich mal, im Leben des Menschen, egal wie man es nimmt, und manchmal spielen wir das einfach runter und sagen, ja, Demut haben wir doch, ist doch so. Aber sobald die erste Prüfung kommt, da sehen wir, dass wir keine Demut haben, liebe Geschwister. Und so ist es. Es spielt auch keine Rolle, wie alt ich hier in der Gemeinde bin oder wie viele Jahre. Und es zählt, wie weit ist mein Herz geöffnet, liebe Geschwister, für Jesus? Wie demütig bin ich? Und ich habe selber öfter auch bei mir gespürt und gemerkt, auch öfter Situationen auch in der Gemeinde. Und dann dachte ich, also was will mir jetzt der Bruder erzählen? Also ich bin ja hier viel länger wie der. Ja, aber Demut, liebe Geschwister. Wenn er recht hat, dann soll ich sagen, ja, lieber Bruder, so ist es. Aber es ist schwer, der Kampf innerlich. Vielleicht sagt es ja mein Mund, ja, Bruder, du hast recht. Und so, aber innerlich kann ich das akzeptieren. Ich weiß, mein eigenes ich kann öfter viele Sachen nicht akzeptieren, liebe Geschwister. Wenn ich zurechtgewiesen bin, dann strauchelt mein Herz, dann strauchelt meine Seele, weil es mir nicht passt. Und hier sehen wir, vielleicht hat der Simon auch innerlich einen Vulkanausbruch, sagt man, ja. Es kann ja sein, aber man sieht es ja nicht hier drin. Aber er sagt ja, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Er wollte noch nicht belehren, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz kann sein, dass er innerlich gestrauchelt hat, liebe Geschwister. Er hat gestaucht und er hat
ich denke mal auch, gedacht, okay, er will mich jetzt belehren übers Fischen. Ich bin die ganze Nacht da gewesen und ich bin ein Fischer und ich weiß, wie man fischt. Und so viele Jahre ernähre ich Familien und ernähre ich und angel Fische oder ich tue Fischen. Und er hat keine Ahnung davon und will mir was erzählen. Aber liebe Geschwister, man sieht, dass Simon sehr, sehr demütig ist. Weil er sagt, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und er sagt das auch, auf dein Wort will ich es machen. Aber liebe Geschwister, nicht unser Mund, unsere Lippen sollen es sagen, sondern unser Herz. Ja, Jesus, weil du es willst, so mache ich es auch. Weil du es gesagt hast, mache ich es. Und wir sehen hier, weil er ja demütig geworden ist, er hat gesagt, okay, ich mache das. Jesus hat es mir befohlen, ich mache es. Ich muss es akzeptieren und er hat es auch akzeptiert, weil danach ja der Segen gekommen ist. Er konnte ja auch zu Jesus sagen, nein, ich mache es nicht. Nein, wir gehen gleich raus, Herr. Könnte er machen. Hat er aber auch nicht gemacht, liebe Geschwister. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Gleich danach kam die Segnung, liebe Geschwister. Und warum? Weil Petrus demütig geworden ist. Er ist demütig geworden und dann kam der Segen. Und so soll es auch bei uns sein. Wir sollen demütig bleiben, liebe Geschwister. Wir sollen demütig bleiben, weil ohne die Demut gehe ich nicht zum Himmel. Ich muss aushalten können. Und hier steht große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Und der Segen war groß, liebe Geschwister. Es war nicht nur so, ich segne dich, sondern ich segne dich richtig. Jetzt, wenn man das so auf die Fische bezieht. Aber was ist unser Segen? Sind es die Fische? Sind es materielle Sachen? Habe ich ein Haus? Habe ich zwei Autos? Habe ich drei Ferienhäuser? Zwei Boote? Liebe Geschwister, das ist kein Segen. Das hat nichts mit dem Segen zu tun. Wenn ich jetzt viele materielle Sachen, dann soll ich nie, wenn ich viele materielle Sachen habe, es ist ja auch schön und gut, aber wenn ich viel habe und dann denke, ah ja, der Herr findet Wohlgefallen auf mich, weil ich habe ja alles, ja. Das stimmt nicht, liebe Geschwister. Weil durch dieses, ich habe zu viel und ich habe alles und es ist Gottes Segen, das ist eine Falle, liebe Geschwister, weil dies alles kann mich nach unten ziehen. Alles dies Materielle kann mich vernichten irgendwann mal. Deswegen ist unser Segen nicht was Materielles, sondern der Segen ist was Geistliches, liebe Geschwister. Aber was ist noch ein Segen? Ein Segen ist, wenn ich sehe, dass neue Seelen in der Gemeinde reinkommen. Das ist auch ein Segen. Ein Segen ist, wenn ich daheim bete, dann kriege ich Segen, liebe Geschwister. Und der größte Segen von allen ist, wenn ich bis am Ende bleibe und am Himmelreich ankomme. Das ist mein Segen und das ist der größte Segen, den ich bekommen werde. Und deswegen müssen wir warten, deswegen müssen wir demütig sein, wir müssen kämpfen, liebe Geschwister. Es ist ein täglicher Kampf. Das hat auch vorhin wieder der Bruder gesagt. Es ist ein Kampf mit den Gedanken. Wenn ich nicht bete, dann habe ich zu viele Gedanken. Und dann kommt hier mein eigenes Ich hoch. Und dann brodel ich, weil ich alles besser weiß. Aber wenn ich demütig bin und wenn ich bete, dann passiert sowas nicht. Wenn ich mein Körper, mein Fleisch niedrig halte, also wenn ich ihn wirklich demütig halte, wie zum Beispiel, wenn ich faste. Jeder weiß es, jeder hat schon gefastet. Und man weiß, wenn ich faste, wenn der Körper nichts zum Essen bekommt, dann hat man nicht so viel Lust, man hat nicht so viel Kraft. Und wenn ich nichts trinke, dann ist man eigentlich ganz still. Dann hat man nicht viel Kraft, irgendwas zu machen. Und somit bezwinge ich das Fleisch, liebe Geschwister. Und so zwinge ich ihn auf den Boden. Und so muss es auch sein. Tagtäglich muss ich mein Fleisch auf dem Boden bezwingen. Weil ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Aber es ist Jesus gekommen und er hat mich zum guten Menschen gemacht. Aber wir müssen dranbleiben. Und jeder von uns, ich sage es erst für mich, ich muss dranbleiben, ich muss beten, ich muss lesen, damit ich demütig bleibe. Weil das will auch Jesus.
und dann jeder andere von uns. Und hier steht dann, da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Ach, so viel Segen. Ja, dann musste ein zweites Schiff kommen und alle beide waren kurz vorm Versinken. Wenn der Herr es richtig macht, dann macht er es auch richtig. Dann macht er keine halben Sachen. Er sagt auch nicht, Gott will ja, dass ich hier in der Gemeinde komme. Er will ja, dass er die ganze Familie rettet. Er will ja ein vollkommenes Werk machen. Aber öfter bin ich das Problem, dass ich es nicht zulasse. Und hier sehen wir, der Segen ist groß. Und der Segen wird riesengroß sein, liebe Geschwister, wenn wir ankommen. Und der Herr hat auch durch eine Weissagung heute auch gesprochen. Ihr müsst jeden Tag bereit sein, liebe Geschwister, jeden Tag, weil wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Und es sind böse Tage, letzte Tage, und ich sollte immer bereit sein. Es ist, ich sag mal, so wie ich das sehe, manchmal ist es mir schwierig, so wie ich es denke, jeden Moment immer bereit zu sein. Aber der Herr schenkt Gnade, liebe Geschwister. Es ist schwer, aber der Weg ist schwer. Es ist kein leichter Weg. Aber trotzdem müssen wir dranbleiben. Wir müssen trotzdem weiterkämpfen, liebe Geschwister. Und da kam ein zweites Schiff zur Hilfe. Und die haben dann auch geholfen. Und dann steht hier, Vers 8, als aber Simon Petrus da sah, fiel er zu den Knien Jesus nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Hier sehen wir, dass Petrus dann merkt, Herr, ich bin nicht mal würdig. Ich bin nicht würdig. Und so, und das ist die Demut, liebe Geschwister, ich bin auch nicht würdig. Ich bin nicht würdig eigentlich. Keiner von uns war würdig. Und dann ist Jesus in unserem Leben gekommen und er hat einen Sinn gegeben. Weil davor war unser Leben ja sinnlos. Und dann ist Jesus gekommen und durch solche Sachen sehen wir, weil da unten steht, Vers 11, und sie brachten die Fische ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Aber bei 10 steht gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und das sollen wir auch, liebe Geschwister, wir sollen Menschen fangen. Aber wichtig ist, liebe Geschwister, ganz wichtig ist halt, demütig zu bleiben, wie Petrus. Es war für ihn schwer, aber er hat es trotzdem gemacht und er hat einen Segen bekommen. Nicht er, sondern alle anderen auch. Wenn ich einen Segen bekomme, dann bekommt es auch meine Familie und die Geschwister auch. Es verbreitet sich ja, liebe Geschwister. Der Herr möge uns Kraft schenken, dass wir bis am Ende bleiben, dass wir demütig bleiben. Amen.